Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Skyrim Legend Weirdish. Und wir befinden uns hier in dem schönen, in der schönen Einsamkeit. Und wir reden direkt mit Skyrim. Ihr seid auf der Durchreise durch Einsamkeit? Vielleicht wollt ihr leicht verdientes Gold einstreichen, ja? Oh, ja, gerne doch. Es ist nicht schwer, Dinge zum Verkaufen zu finden. Dinge, die keiner vermisst. Dinge aus dem Untergrund oder die einfach in Häusern herumliegen. Ich wette, dass wir beide uns sehr ähnlich sind. Warum also nicht einen Schritt weiter gehen? Wir können einander helfen. Meine Schwester Deja und ich sind Schatzjäger. Wir sammeln Dinge. Ich bin ganz... kein Dieb. Ich bin... Ach komm, ich bin mal ganz... Natürlich nicht. Diebe nehmen den Leuten wertvolle Sachen weg. Diebe stehlen. Wir nehmen nur, was keiner vermisst. Was keiner mehr braucht. Vielleicht nehmen wir ein paar Waffen und verhindern so ein paar Todesfälle. Wer würde sowas Diebstahl nennen? Ich krieg noch die Krise, dass wir mal überschissenen falschen Optionen gewählt werden. Da! Wusste ich doch, dass ihr nicht auf den Kopf gefallen seid. Wegen des Krieges kommen hier weit mehr Schiffe vorbei. Beladen mit Waffen und Geld, aber nur wenigen Leuten. Und sie durchfahren gefährliche Wasser. Wir sind an einem dieser Schiffe interessiert. Sein Name ist Eisläufer. Es wird vom Leuchtturm von Einsamkeit geleitet. Aber wenn dessen Feuer erlischt, läuft die Eisläufer auf Grund. Das heißt, der ferne, feine Heer möchte nicht etwas weniges Kleines haben, sondern ein ganzes Schiff. Na gut, ihr wollt also, dass ich den Leuchtturm zum Erlöschen bringe? Was für ein interessanter Vorschlag. Wenn jemand so etwas tun würde, gäbe es ganz gewiss eine Menge Beute, die man teilen könnte. Ja, wenn jemand das Feuer des Leuchtturms löschen und mich anschließend am Hafen aufsuchen würde, würde ich ihm ganz gewiss sagen, wo diese Beute zu finden ist. Das hört sich doch sehr interessant an. Begonnen Licht aus. Aha. Ein Schiff auflaufen lassen. Ich sollte euch der Wache übergeben. Nee. Was passiert mit den Seeleuten auf dem Boot? Macht euch um die keine Sorgen. Sie werden bestimmt heil an Land gespült. Vielleicht bezahlen sie uns sogar, wenn wir sie nach ihrem Unglück heldenhaft retten. Ach ja, ist das schön. Am besten sollten wir uns möglichst wenig unterhalten, bis ihr euren Auftrag ausgeführt habt. Okay. Aber ich wollte hier doch mit dem Buch weitermachen, aber es gibt so viel hier, was man sehen kann. Ich will diese Stadt eigentlich erst später besuchen. Naja. Ihr habt nicht zufällig ein paar Minuten, um zum Hafen zu laufen? Ach komm. Erstmal was verkaufen. Na, ja, wie läuft das Geschäft so? Es reicht aus. Ich bin ehrlich gesagt angewiesen auf die Verkäufe während der Verbrennung von König Olaf. Und dieses Fest findet dieses Jahr wahrscheinlich nicht statt. Was ist die Verbrennung von König Olaf? Ist das eine... Nein. Ein jährlich von den Barden ausgerichtetes großes Fest. Dabei wird König Olaf als Puppe verbrannt. Das ist immer ein ziemlicher Spaß. Bei den Barden gibt es während des Festes Würzwein. Also kommt immer eine große Bestellung. Noch Wochen später ist die Nachfrage so groß, dass ich kaum hinterherkomme. Aber nach dem Tode des Großkönigs Torik gilt das Fest als geschmacklos. Dieses Jahr wird es also wohl nicht stattfinden. Ach, schade. Was braucht ihr denn? Eine Ladung Gewürze wird von der Ostkaiserlichen Handelsgesellschaft aufgehalten. Der Mond redet weiter, aber sie nicht? Ach, dürfte kein Problem sein. Großartig. Kommt zurück, wenn ihr alles erledigt habt, um eure Belohnung für die Mühe zu erhalten. Wird zwar in nach einem Geheim... Hört sich aber interessanter Würzwein. So ein bisschen wie Glühwein dann, oder? Werft einen Blick darauf. Ja, nach einem geheimen Familienrezept.
Das einzig Gute, was mein Vater Octave jemals getan hat. Er ist so gut, dass niemand in Himmelsrand auch nur versucht, ihn herzustellen. Ja, und ich kriege hier gleich echt noch die letzte Krise von diesen Gesprächsoptionen. Viel Glück. Nicht gerade die perfekte Zeit, um in Himmelsrand unterwegs zu sein. Doch, es geht wie auch zwei nach so. Das Beschieden gefällt mir. Es ist schwierig und manchmal eintönig, aber ein guter Pfeil trifft, als hätte ihn ein wütender Gott verschossen. Ja, okay, yalla. Ihr seht aus, als könntet ihr einen reifen Apfel gebrauchen. Oder eine Tomate, ein Kohl oder einen Lauch. Du Lauch. Das, was ihr hier seht. Ach, auch wieder nur Gemüsenaht. Wunderbar. Hier kommen bestimmt interessante Leute vorbei. Oh ja, es ist noch gar nicht lange her, da hat hier ein Bote aus Drachenbrücke Halt gemacht. War auf dem Weg zum Blauen Palast. Er war sehr nervös. Sagte, er brauche Hilfe. Ja. Könnt ihr mir nicht mehr überzählen? Naja, habt ihr keine Probleme, hier reife Ware zu bekommen? Ich weiß mir zu helfen, aber es ist in diesen Tagen nicht gerade einfach. Die Schwarzbluträuber plündern seit geraumer Zeit die Schiffe vor der Küste. Durch die Dummheiten dieser Banditen wurden schon viele verletzt. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin einer von ihnen. Naja, egal. Hier gibt es reichlich frischen Fisch für euch. Naja. Ihr und eure Tochter wart bei der... Ach ja, stimmt. Stimmt. Den habe ich mitbekommen. Swari, ja, es war hart für sie. Sie vermisst ihren Onkel. Ich habe zu erklären versucht, dass Rokwi etwas Schlimmes getan hat und jeder für seine Aktion verantwortlich ist, aber ein Kind fühlt da anders. Wo fangt ihr die Fische? Interessant zu wissen. Im Meer vielleicht. Unten am Hafen. Es gibt ein paar gute Stellen, wenn man den Arbeitern der Ostkaiserlichen Handelsgesellschaft und diesen Gaunern der Roten Woge aus dem Weg geht. Ja, okay. Ein Traum. Was ist mit der so? Wenn ihr in den Blauen Palast wollt, solltet ihr eure Kleidung vielleicht noch einmal überdenken. Danke. Beleidigt ihr immer Leute, wenn ihr sie trefft? Das ist keine Beleidigung, nur eine Feststellung. Wenn ich mit einer Wunde herumlaufen würde, würde ich wollen, dass ihr mir sagt, ich sollte einen Arzt aufsuchen. Was ihr da anhabt, ist so etwas wie eine offene Wunde. Jedenfalls in Sachen Mode. Du bist hässlich. Er ist keine Beleidigung, es ist eine Feststellung. Was stimmt mit meiner Kleidung nicht? Gar nichts. Was ihr anhabt, ist sehr nett. Wenn ihr aber etwas mit mehr Stil tragen wollt, dann solltet ihr einmal bei uns im Laden vorbeischauen. Glänzende Gewänder. Wir könnten euch passend ausstaffieren. Sicher, sicher. Wie soll ich mich denn für diesen blauen Palast kleiden, mein Tari? Ihr wollt wirklich in den blauen Palast? Das ist eine gute Gelegenheit. Wenn ihr bereit wäret, eine Garderobe von glänzende Gewänder zu tragen und mit der Jarl zu sprechen, würde ich euch nicht nur dafür bezahlen, sondern ihr könntet die Garderobe auch noch behalten. Hört sich einfach an, ich werde es machen. Gut, hier ist die Garderobe. Versucht Elisivs Meinung darüber zu erfahren. Und wenn sie ihr gefällt, dann erwähnt, dass ihr sie von glänzende Gewänder habt. Denkt an glänzende Gewänder, wenn ihr einen Kleiderwechsel braucht. Natürlich. So, und ich werde jetzt übrigens diese ganzen Gebäude nicht betreten. Sondern nur in das eine Gebäude gehen. Ich mache das mal später, weil das ist eine sehr große Stadt, fast größer als Weißlauf zu sein scheint. Ihr werdet mir helfen. Ihr helft doch den Leuten, oder? So etwas tut ihr doch. Ja, ich helfe. Was braucht ihr? Vielleicht kann ich diese Dialoge auch mit der Tastatur machen, das geht vielleicht besser. Mein Meister hat mich verlassen. Hat sein Volk verlassen. Und nichts, was ich sage, kann seine Meinung ändern. Nun weigert er sich sogar, mich zu sehen. Er sagt, ich störe seinen Urlaub. Und das schon so viele Jahre lang. Bitte. Könnt ihr nicht helfen? Wo finde ich euren Meister? Dann helfe ich euch doch. Das letzte Mal, als ich ihn sah, besuchte er einen Freund im Blauen Palast. Keinen so unbedeutenden wie den Jarl. Oh nein, solche Leute sind unter seiner Würde.
Er ging in den verbotenen Flügel des Palasts, um mit einem alten Freund zu reden. Er sagte, sie hätten schon seit Ewigkeiten keinen Tee mehr zusammengetrunken. Oh, und ihr werdet den Hüftknochen brauchen. Er ist äußerst wichtig. Es ist unmöglich, den Pelagius-Flügel ohne ihn zu betreten. Aha, aha, ja tatsächlich, der Geist des Wahnsinns. Der Venin und der alte Freund. Ein bisschen merkwürdig. Warum verlässt ihr euren Meister nicht? Ach, ihr versteht es einfach nicht. Ohne ihn wäre ich nicht frei. Ohne ihn bin ich dem Untergang geweiht. Sein ganzes Reich wird im Chaos versinken. Also gut. Merkwürdiger Mann. Merkwürdiger Chaot. Sofern wir keine spezifischen Geschäfte zu besprechen haben, habe ich kein Interesse. Danke. Als ich noch jung und ungestüm war, habe ich einen Mann mit einem einzigen Hieb den Arm gebrochen. Ja, so kriegt man hin. Muss man nicht machen, kriegt man aber hin. Ach, nicht schon der wieder. Bitte, ja. Ja, natürlich. Und da ist der Eingang. Oh, aber vorher mit Atafreden. Der jüngste Barde an der Bardenakademie. Zu euren Diensten. Was macht ihr in der Gegend? Studieren, wahrscheinlich. Ich bin Barde von der Bardenakademie in Einsamkeit. Wanderer wie ihr sollten in Betracht ziehen, sich dort zu bewerben. Ja, danke. Ich bedanke mich. Und, oh, da ist auch die Bardenakademie. Das ist das einzige Gebäude, wo ich jetzt reingehen werde, mich mit den Leuten unterhalten. Werde dieses Buch holen. Werde. Und ich werde nicht der Verdi beitreten. Nicht. Ach, so viele Leute und so viele Sachen. Hallöchen. Willkommen an der Bardenakademie. Ich bin hier der Direktor. Wie kann ich euch helfen? Ich hab erst in diesen Untertiteln gelesen, Diktator, aber ja, ich bin der Diktator der Bardenakademie. Nein, ich möchte mich hier bewerben. Wollen, sagen alle auch zu mir. Es ist immer eine Freude, einen angehenden Bardenkollegen zu treffen. Ihr solltet euch dessen bewusst sein, dass sich bei uns viele bewerben, aber nur wenige angenommen werden. Wann immer es möglich ist, bitten wir Bewerber, Aufgaben zu erledigen, die in der Akademie anstehen. In diesem Fall habe ich genau das Richtige für einen angehenden Barden. Was soll ich machen? Ich mach's gerne. Elisef hat die Verbrennung von König Olaf verboten, ein Fest, das von der Bardenakademie abgehalten wird. Wir müssen sie umstimmen. Sie davon überzeugen, dass ich König Olafs Vers vorlesen möchte. Einen Teil der Liederedda, der lebendigen Geschichte von Himmelsrand. Leider ist dieser Vers vor langer Zeit verloren gegangen. Und da komme ich dann ins Spiel und soll sie holen. Ja, laut Giro, unserem Geschichtenarchivar, könnte der Teil der Edda, der von König Olaf handelt, sich immer noch in Todmanns Ruhe befinden. Ihr müsst das Gedicht für mich finden. Sehr gerne. War eure Akademie sehr vom Krieg getroffen? Nicht sehr, aber als Barde finde ich die ganze Angelegenheit deprimierend. In diesem Krieg gibt es keine Helden, keine Sieger und kein richtiges Ende. Wenn ihr etwas sucht, womit ein Barde arbeiten kann, dann seht euch die Drachen an. In 1000 Jahren wird Himmelsrand Dutzende verschiedener Herrscher gehabt haben, aber die Rückkehr der Drachen... So eine Geschichte ereignet sich nur einmal in einer Ära. Okay, also ist eine Ära 1000 Jahre oder wie? Was wisst ihr über Drachen? Um ehrlich zu sein, nicht viel. Ihre Rückkehr war für uns alle ein Schock. Giro Germain hat ein paar Bücher über sie in der Bibliothek, wenn es euch interessiert. Immer. Was ist die Liederedda? Ich glaube, Giro hier könnte euch das, sowie auch die Geschichte von König Olafs Vers, erzählen. Ihr solltet mit ihm darüber sprechen. Interessiert mich auch top, aber egal. Warum hat Elisef das Fest, ach ja, diese Verbrennung verboten? Wie ihr vielleicht wisst, wurde Elisefs Mann vor kurzem getötet. Elisef ist in tiefer Trauer um ihren Mann und findet ein Fest, bei dem es um die Verbrennung eines Königsbildnisses geht, nun, geschmacklos. Ich habe versucht, sie davon zu überzeugen, dass das Fest schon viele Jahrhunderte alt ist und Einsamkeit feiert. Aber ich brauche Beweise. Ich glaube, diese Beweise könnte König Olafs Vers erbringen. Okay. Ist doch gut. Ich wünsche euch Glück beim Finden des Verses.
Danke, danke. Giron Gemann. Schön, einem angehenden Baden zu begegnen. Ich möchte meine Redekunst verbessern. Nun, dann seid ihr am rechten Ort. Aber ich bin doch am linken. Okay. Viermo hat gesagt, dass ihr mir etwas über die Lieder erzählen könnt. Er schickt euch also auf die Suche nach König Olafs Vers? Das ist gut. Wir sollten ihn nicht einfach so herumliegen lassen, nun da ich entdeckt habe, wo er ist. Der Vers war Svagnirs Beitrag zur Liederedda, der lebenden Geschichte von Himmelsrand. Jeder Bade erweitert die Edda zu seinen Lebzeiten. Mich wundert gerade, dass diese ganzen Leute hier im Hintergrund rumrennen. Naja, König Olafs Vers ist also ein verlorener Teil der Edda. Oh ja, und sehr alt noch dazu. Der Vers kritisiert den regierenden König Olaf. Er war darüber so erzürnt, dass der Bade getötet und alle Kopien des Verses verbrannt wurden. Zumindest dachten wir das, bis ich vor ungefähr einem Jahr einige ältere Texte übersetzt habe. Wir glauben nun, dass König Olaf die Wahrheit zusammen mit dem Barden begraben hat. Wenn ich recht habe, liegen Svagnir und König Olafs Vers in Todmanns Ruh. Zusammen mit der Grabkammer von König Olaf höchstpersönlich. Also mache ich einen Grabraub. Seid vorsichtig. Womöglich findet ihr in Todmanns Ruh weitaus mehr als König Olafs Vers. Ili, ja. In welchem Jahr ist der Altmeribund in das Kaiserreich eingefallen? Ich vertraue darauf, dass wir mit König Olafs Vers zurückkehren werden. Was ist im Roten Jahr geschehen? In Morrowind gab es eine gewaltige Explosion. Ich vertraue darauf, dass wir mit König Olafs Vers zurückkehren werden. Seid doch bitte etwas präziser, Jorn. Vergesst nicht, das Leben eines Barden besteht nicht nur aus Musik. Ich fand das gerade interessant. Ich bin Dekan für Lautenspiel an der Bardenakademie und nein, ich gebe keinen Privatunterricht. Dass ihr mit König Olafs Vers. Man braucht zwei Dinge, um ein guter Lehrer zu sein. Das erste ist Geduld. Das zweite ist ein fester Rohrstock, um seinen Schülern eins auf die Finger zu geben. König Olafs Vers zurückkehren werdet. Ja, ist natürlich auch eine pädagogische Maßnahme. Aya, Aria. Lady Atea sagt, nur ihre eigene Stimme sei besser als meine. Aber sie tut mir Unrecht. Ja, ne? Das Lied, da ich müsste ruhig stehlen. Oh, ich bin auf 22. Ach, hallo? Der jüngste. Ach, ja. Ich möchte nur meinen Abschluss machen und mich dann bei der Armee verpflichten. Meine Trommeln werden unsere Truppen zum Sieg führen. Ihr scheint stolz darauf zu sein, ein Barde zu sein. Wieso auch nicht? Zugegeben, wir singen Lieder über Könige, Königinnen und ihre Politik. Aber wisst ihr, wer wirklich Geschichte schreibt? Derjenige, der sie zu Papier bringt. Ja, stimmt wohl im Endeffekt, ja. Hallo? Ja, bitte? Ich bin der Dekan für Geschichte. Ja. Und Schreiber, wenn ich die Zeit dazu finde. Hier ist nix, was ich gebrauchen könnte zumindest. Trommeln, Instrumente, Essen, nicht vergessen. Das ist hier die Basis dessen. Liegt auch keiner. Codex. Auch nicht. Dann ist das Stockwerk erledigt. Ich gehe mal runter. Ich hoffe, hier sind noch mehr Leute. Mit denen ich... Jawohl, ein Koch. Die Mahlzeiten für die Barden werden zu den üblichen Zeiten serviert. Sucht euch eine Taverne, wenn ihr Sonderwünsche habt. Hier ist ein Erdbeben gerade, oder? So wie es aussieht. Erdbeben! Das ist das Zimmer des Kochs. Ihr habt die Küche der Bardenakademie entdeckt. Herzlichen Glückwunsch! Ach du Scheiße! Ich hab was gewonnen! Oder auch nicht. Hier ist auch nix und niemand. Bitte verzeiht, aber ihr habt doch an eurem Gedicht über die alten Helden von Himmelsrand gearbeitet, ja?
Habt Geduld, Ildi. Wir studieren die Helden der Vergangenheit, um die Helden der Gegenwart. Ich vertraue dazu. Und die Helden der Zukunft. Ihr seid neu hier, nicht wahr? Willkommen an der Bardenakademie. Ach, schade, dass ich nicht mit dir reden kann. Musikalisches Museum. Hm. Na denn, na denn. Ich möchte die Folge noch nicht beenden, bevor ich nicht hier alles entdeckt habe. Sehr gut. Fahren wir mit dem Üben fort. Das sieht so nah hier aus, aber hier ist nichts. Andere Seite. Das Publikum zu begeistern. Wenn ihr sie mitreißen könnt, werden sie euch dafür lieben. Schade. Das schien wohl alle zu sein. Dann würde ich sagen, was das ist, diese Folge.